Liebe Zuschauer, gestern Abend ist Herbert Wehner im Alter von 83 Jahren gestorben. Aus diesem Grund haben wir jetzt eine Programmerweiterung für Sie. Alle nachfolgenden Beiträge verschieben sich deshalb um 30 Minuten. Also, der Spielfilm Die Nacht hat viele Augen, 22:40, Mördertrio 0:35, 1:45 die Tagesschau und anschließend die Nachtgedanken. Das nur zu Ihrer Information. Liebe Zuschauer, Herbert Wehner, der sozialdemokratische Politiker, hat die Nachkriegsgeschichte seiner Partei und den Weg der Bundesrepublik entscheidend mitgeprägt. Wir möchten Ihnen jetzt sehr gerne einen Film aus dem Jahre 1986 zeigen, den Christian Herrendorfer zu Herbert Wehners 80. Geburtstag gedreht hat. Herbert Wehner, Taktiker, Zuchtmeister, Kärner. Zwei Monate vor seinem 80. Geburtstag wurde Herbert Wehner Ehrenbürger der Freien und Hansestadt Hamburg. Noch ein 80-Jähriger erhielt an diesem Tag das Ehrenbürgerrecht. Der Verleger Gerd Bucerius, Wahlhamburger wie Herbert Wehner. Als Abgeordneter des Wahlkreises Harburg im Deutschen Bundestag in den Jahren 1949 bis 1983 hat er sich um den Wiederaufbau unseres Landes und unserer Stadt verdient gemacht. Dies zu bezeugen, ist die Urkunde ausgestellt. Darf ich jetzt Ihnen, Herr Wehner, die Urkunde überreichen. Hier wurde einer geehrt, der nie danach getrachtet hatte, zu den Würdenträgern dieser Republik zu gehören. Wehner war ja von drüben, noch dazu ein politischer. Damit mussten die Deutschen hierzulande erstmal fertig werden. Für viele bleibt die Herkunft aus dem Kommunismus ein Makel. Hätte Helmut Schmidt sonst daran erinnert, wie Wehner vor 33 Jahren vor dem Bundestag den Arbeiteraufstand in der DDR kommentiert hat? Da gab es bei ihm den bewegenden Satz, dass jenes Ereignis vom 17. Juni, und ich zitiere aus dem Protokoll, uns berechtigt, mit einem Wort von Karl Marx zum Gedenken an die Junikämpfer von Paris des Jahres 1848 zu sagen, die Arbeiter sind zwar geschlagen worden, aber sie sind nicht besiegt. Und das Bundestagsprotokoll verzeichnet an dieser Stelle lebhafter Beifall im ganzen Hause, außer bei der KPD. Viermal erhielt jene Rede den Beifall des ganzen Deutschen Bundestages, außer bei der KPD. 5 Jahre später, 1958 gab es im Bonner Parlament eine monatelange tiefgreifende Auseinandersetzung über den militärischen Status Deutschlands. Wehner hielt eine lange und sorgfältige Rede und er bekam natürlich wie immer Zwischenrufe. Und einem hat er geantwortet, ich zitiere aus dem Protokoll, man kann Respekt und sogar menschliche Zuneigung zu jemandem haben, mit dem einen sonst nicht viel verbindet, als die Vorstellung von der Sauberkeit, von der Integrität der Person. Und auf erneuten Zwischenruf, ja, um Respekt, wörtlich bei Wehner im Protokoll, darum geht es immer, im Grunde und am Anfang. Öffentlich feiern, Festivitäten haben Herbert Wehner nie behagt und schon gar nicht selbst gefeiert zu werden. Stets war er bemüht, die Bedeutung der eigenen Person zu verkleinern. Dabei wären wohl ohne ihn weder Helmut Schmidt noch Willy Brandt Bundeskanzler geworden. Das nächste Mal wird die SPD die Macht in Bonn ohne den Onkel erringen müssen, wie die Genossen ihren alten Fraktionschef furchtsam und ehrfürchtig nennen.
Johannes Rau erhielt zwar, wenn auch spät und eher widerwillig, Wehners Segen als Kanzlerkandidat. Aber wer wird ihm zum Regieren den Rücken frei halten, den Karren ziehen, wie Wehner es mit grimmigem Selbstmitleid nannte? Vor 3 Jahren hat er die Bonner Bühne verlassen. Seitdem sind die Gelegenheiten, den großen alten Mann der SPD vor die Kamera zu bekommen, selten geworden. Für das Fernsehen war dieser in sich selbst und in seine Sache verbissene Mann, der sich stets verkannt fühlte, immer wieder ein Ereignis. Bitte sehr, bitte sehr. Das war 1968, als er vor Vertriebenen reden wollte. Ich schließe meine Bemerkungen. Ich bin es gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Dessen schäme ich mich nicht. Es werden sich andere einmal dafür schämen müssen. Für die Deutschen so viel wie möglich von Deutschland zu retten, das ist die Aufgabe, der ich mich durch Eid verpflichtet habe und auch nicht durch Geschrei und Misstrauen davon abbringen werde. Für die Deutschen so viel wie möglich von Deutschland zu retten, das meinte Herbert Wehner sehr ernst. Die Teilung des Vaterlandes hatte ihn zum Patrioten gemacht. Dabei ging es ihm weniger um Deutschland als um die Deutschen, um Menschen, die zusammengehörten, aus einem Dorf, aus einer Familie, wie diese hier, diesseits und jenseits der niedersächsischen Zonengrenze. So, Ingrid, wir gehen jetzt wieder, ne? Bestell der Mutter und dein Brunhilde an 8 Uhr noch schöne Grüße. Wir fahren am Mittwoch wieder nach Essen. Ja, werden wir ausrichten. Und fahrt nach Magdeburg und holt den Vater ab. Ach, der ist so unbeholfen mit der Bahn, nicht für den alten Mann da reinsetzen. Wehner kümmerte sich vor allem um Menschen, die in der sowjetisch besetzten Zone der späteren DDR unterdrückt und eingesperrt wurden. Taktisch beweglich, wie Wehner immer war, fand er trotz der Mauer immer wieder Wege zu helfen. Dabei kam ihm zweierlei zugute. Erstens, Wehner stammt selbst von drüben, aus Dresden. Und er wusste als ehemaliger Kommunist, worauf man im Ostblock Rücksicht nehmen muss, wenn man etwas erreichen will. In Moskau zum Beispiel bemüht sich Herbert Wehner 1973 um Deutschstämmige, die aus der Sowjetunion heraus wollen. Wie verhandelt man über so etwas im Kreml? Und vor allem, was sagt man darüber anschließend dem Fernsehen? Freizügigkeit, weiß man ganz genau, dass sie in jedem Land der Erde anders verstanden wird, genauso wie das, was in der Charta der United Nations steht. Darüber sich aufzuregen, ist jeder Mann und jede Frau überlassen. Und ich gehöre zu denen nichts schwerer fällt, als Menschen leiden zu sehen, ohne helfen zu können. Nur, das kann keine Voraussetzung und Bedingung für normalere Beziehungen sein. Man sagt, erst muss es so werden, wie wir es uns vorstellen. Mit 30 hatte Wehner zum ersten Mal Bekanntschaft mit Moskau gemacht. Sein Quartier, das Hotel Lux in der Gorki-Straße. 6 Jahre lebte er dort mit anderen deutschen Kommunisten. Eine mörderische Zeit. Stalin säuberte die Partei. Ich war ein Mensch, der in einer Zeit, in der fast keiner mit dem anderen sprach, dort niemand andere besuchte, weil man am nächsten Morgen, falls man ihn normal überlebte, gefragt werden konnte, wer bei wem war, warum man bei wem war oder mit wem man etwas gespielt habe oder so, so taten die Leute das wenig. Und ich war noch frisch genug, um nach allen Blessuren, die ich erlitten hatte und Narben, die ich habe und die man zum Teil erkennen kann, wenn man mich genauer betrachtet, wieder anzufangen. Und zwar mit einer einzigen Arbeitshypothese. Ich möchte nicht umsonst gelebt haben und deswegen wollte ich zurück zu dem, was ich einmal gemeint hatte, als ich für gleiche Rechte für jeden und für jede eingetreten bin und mich damals habe, wie es mit jungen Menschen ist, in der Zeit der 20er Jahre gewesen ist und wie es heute auch wieder bei manchen ist, in radikale Gruppen
verzogen oder mit ihnen es versucht. Wenn es um Deutschland... So fand Herbert Wehner nach dem Scheitern seiner kommunistischen Hoffnungen zur Sozialdemokratie. Sein politisches Leitbild war der demokratische Sozialismus Schwedens. Von dort war er 1946 nach Deutschland zurückgekehrt. Rasch gelangt Wehner in die Führungsgruppe der SPD. Der Parteitag von 1958 bestätigt ihn als stellvertretenden Vorsitzenden an der Seite von Erich Ollenhauer und Waldemar von Knöringen. Das war ein Jahr vor Bad Godesberg, dem programmatischen Neubeginn der SPD als Volkspartei. Abschied vom Klassenkampf. Das sollte die Partei für alle wählbar machen. Wehner war wohl nicht der Schöpfer des Godesberger Programms, doch er wurde zur treibenden Kraft, als es darum ging, die neue Linie in der SPD durchzusetzen. Mehr als alle anderen hatte er sich die Partei zu eigen gemacht, zum Mittelpunkt seines Lebens. Nur so brachte er es zustande, die widerstrebenden Genossen für den zweiten großen Schritt auf dem Weg zu sozialdemokratischer Regierungsmacht zu gewinnen. Dafür, das glaubte er, musste die SPD Partner der Union werden. Konrad Adenauer kam bald dahinter, wer der SPD-Fraktion die Richtung wies. Und Wehner bemühte sich zäh und geduldig um menschliche Brücken zur CDU. Er schrieb viele Briefe, machte Besuche, gratulierte, schmeichelte. 1960 akzeptierte Herbert Wehner sogar die Außen- und Sicherheitspolitik der Union. Weniger Gegenliebe fanden Wehners Annäherungsversuche beim eigenen Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten. Willy Brandt dachte als regierender Bürgermeister Berlins schon damals mehr an Ostpolitik als an die Bonner Belange. Brandt fand die CDU zu unbeweglich und war in Berlin eine Koalition mit der FDP eingegangen. So hätte er es gerne auch in Bonn gehabt. Damit es unser Freund Willy Brandt wiederum zum Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gewählt worden. Herbert Wehner. Wehner dagegen wollte die große Koalition und er setzte sich durch. Nach außen demonstrierten sie Eintracht auf dem Karlsruher Parteitag 1964. Wirklich einig war man sich indes nur in der Grundrichtung. Raus aus der Enge der Klassenkampfpartei. Das Vaterland sollte schließlich nicht nur den bürgerlichen Kräften gehören. Schwer, aber ich sage es auch heute noch einmal, das ist unser gemeinsamer Staat und niemand drängt uns wieder an den Rand dieses Staates oder gar hinaus aus diesem Staat. Niemand kann aber auch sozusagen für uns reden, das tun wir selbst, denn wir sind die von 13 Millionen Deutschen gewählten Volksvertreter. Und sind verantwortlich, wie Sie auch, dem ganzen Volk gegenüber, dem Grundgesetz gegenüber. Was trieb diesen Koalitionstechniker dazu, seine Partei auf den langen Marsch durch den CDU-Staat zu zwingen? Er hatte einmal verkündet, das geteilte Deutschland könne nicht unheilbar miteinander verfeindete christliche Demokraten und Sozialdemokraten ertragen. Das klang wie ein Gelübde. Wie auch immer, Wehner ging sehr weit, um das Vertrauen der Unionspolitiker zu gewinnen. Zuweilen bis an die Grenze der Selbstverleugnung. Im November 1966 war es endlich soweit. Bundeskanzler Erhard am Ende. Die eigenen Leute versuchten, ihn loszuwerden. Bleibt Herr Erhard Kanzler? Zurück. Langsam. Wir haben uns auf eine gemeinsame Prozedur für die Lösung der anstehenden Probleme geeinigt. Ja, können wir die erfahren? Die Wahllokomotive Erhard war entgleist. Viele fühlten sich als Nachfolger. Ich habe mehr nichts zu sagen. Auch er mischte kräftig mit. Ich muss nicht den Namen sagen. Das Wort hat der Abgeordnete Wehner. Die christlichen Demokraten in Verlegenheit. Dies war die Stunde, auf die er lange gewartet hatte. Ich möchte Ihnen sagen, meine Damen und Herren von CDU-CSU, mit uns können Sie nicht ein Spiel treiben, wie Sie es bisher mit Koalitionspartnern getrieben haben. Sie müssen
Sie müssen den politischen Konkurs, den Sie erlitten haben, und seine Begleiterscheinungen selbst verantworten. Wehner näherte sich dem Gipfel seiner Macht. Selbstbewusst und zielstrebig brachte er die Große Koalition unter Dach und Fach. Ihre Punkte sagen. Wir wollen, dass über diese Fragen diskutiert wird und nicht nur getächtelmächtelt wird. Dann auch eventuell mit Ihnen auf der Basis dieser Punkte. Aber schön, wir reden doch überhaupt nicht dann mit Ihnen, mit uns. Wir wollen regieren und wir werden auch eines Tages regieren. Und hier ist deutlich gemacht, in welche Richtung wir die Reise gehen lassen wollen. Wir wollen nicht, dass das irgendein Geheimnis bleibt. Und nicht nur dann auch mit Ihnen. Entschuldigen Sie mal, die Zeit kommt doch, in der es gar nicht mehr steht, ob uns jemand mitnimmt, sondern ob überhaupt noch jemand ein Stück weiterkommt, wenn wir nicht die Richtung freimachen. Und Ihnen? Wehner selbst war bloß gesamtdeutscher Minister geworden. Aber für die Union war er der stärkste Mann in diesem schwarz-roten Kabinett. Hoffentlich wird uns der Wehner nicht krank, sorgte sich Adenauer in jenen Tagen. Denn die Große Koalition hatte sich viel vorgenommen und nur 3 Jahre Zeit. Vielen schien das ohnehin viel zu lang. Bundeskanzler Kiesinger suchte die Kritiker in beiden Lagern zu beruhigen. Wir sind entschlossen, so viel an uns liegt, die auf uns gesetzten Hoffnungen zu erfüllen und die befürchteten Gefahren abzuwehren. Die stärkste Absicherung gegen einen möglichen Missbrauch der Macht ist der feste Wille der Partner der Großen Koalition, diese nur auf Zeit, also bis zum Ende dieser Legislaturperiode, fortzuführen. Für viele in der SPD war die Große Koalition die Erlösung. Der Regisseur dieser Elefantenhochzeit sah sich von Gratulanten umringt, die schon gebangt hatten, man würde nie mehr aus der Opposition herauskommen. Aber es gab nicht nur Gratulanten. Besonders unter Linken, zumal unter jungen Leuten, war das neue Mammutbündnis überhaupt nicht populär. Wehner, so sagten sie, hätte die verfaulende CDU-Herrschaft lieber verrotten lassen sollen, statt den taumelnden Christdemokraten hilfreich unter die Arme zu greifen. Der heimliche König der Großen Koalition wusste, wie man sich in solchen Lagen aus der Affäre zieht. Dabei kamen ihm seine beträchtlichen schauspielerischen Talente sehr zustatten. Nachdem die Lage so war, hatten wir zu entscheiden, ob man den Staat, unseren Staat, denn es ist auch unser Staat, der gehört nicht irgendeiner Firma, ob man diesen unseren Staat anstecken lassen darf von der Krankheit, von der die CDU befallen war und die sie auf ihn übertragen wollte, wie eine unanständige Krankheit. 1969 kam für Wehner lästig und unvermeidlich das Ende der Großen Koalition, die er gern noch fortgesetzt hätte. Doch diesmal war ihm Willy Brandt zuvorgekommen. Mit Walter Scheel hatte der SPD-Chef das sozialliberale Bündnis verabredet, noch in der Wahlnacht, bevor jemand dazwischen funken konnte. Was sollen wir tun nach diesem Abend? Sehr gerne. Ist damit jetzt die kleine Koalition besiegelt mit dem Herrn Scheel? Das heißt klein. Das verdross nicht nur Wehner. Gleichwohl, eine optimistische Stimmung trug das neue Bündnis. Brandt verkörperte den Geist des Aufbruchs, der auch die Jugend erfasste. Wehner blieb skeptisch. Man merkt es ihm an, wenn ihm etwas nicht in den Kram passt. Den Beginn der neuen Ära verkündete er im Tonfall einer Leichenbitterrede. Nachdem gestern Parteivorstand und Fraktionsvorstand einstimmig gebilligt haben, Willy Brandts Schritt, den er dem Bundespräsidenten mitgeteilt hat, dass er sich darum bemühe, das Amt des Bundeskanzlers zu erringen, hat heute der Parteirat dieser Empfehlung einstimmig seine Zustimmung gegeben. Damit begann seine dritte und letzte Rolle. Er wurde Fraktionsvorsitzender. Wehner hatte seine liebe Last mit den beiden anderen in der Führungstroika. Der eine klagte oft, er werde wohl nie Kanzler werden. Der andere folgte zu sehr seinem Hang, sich abzusondern, resigniert zu verstummen. Und Wehner selbst,
voller Widersprüche. Einerseits verlangte er immer energisch Disziplin in den eigenen Reihen. Andererseits leistete er sich in aller Öffentlichkeit Ausfälle gegen führende Sozialdemokraten. So wurde Brandt zur Ordnung gerufen, als er, nach Wehners Überzeugung, nicht genug führte und die Dinge treiben ließ. Und auch als Schmidt dann Kanzler wurde, wirkte Wehner immer wie einer, der die gesamte Arbeit seiner Fraktion, ja der ganzen Bundesregierung, mit sich herumschleppte. Wehner verbreitete Respekt, Vertrauen und Furcht. Er war grob und verständnisvoll zugleich. Der Onkel, wie sie ihn in der Fraktion nannten. Und so konnte er mit ihnen umspringen. An der Spitze unserer heutigen Arbeit steht, ich habe ja nur den Konferenzier gemacht, steht der politische Bericht des Bundeskanzlers, Genossen. Und dann, was sich daraus ergibt. Und außerdem hat Liedtke angemeldet, noch etwas Beamtenbesoldungsfragen betreffend zu erläutern für diejenigen, die angeschrieben werden. Ja, das ja nicht aus Liebe zu Liedtke, sondern weil man wissen muss, dass man jedenfalls viele angeschrieben werden, darunter auch welche aus den Wahlkreisen, dass man sagt, um welche Dinge es sich handelt. Das kann man doch zum Teufel, Genossen, nicht einfach nur, weil der ein oder andere darauf pfeift. Ich nehme es ihm gar nicht übel, darauf zu pfeifen. Nur in der Sache muss der Abgeordnete imstande sein, die Hilfe hier zu bekommen, um Antworten geben zu können und nicht wie ein Stoffel dazustehen und sagen zu müssen, das machen wir uns andere. Nicht? Das ist doch wohl vernünftig. Bitte um Entschuldigung, Genossen. Die Bundesrepublik muss etwa 30% ihrer... So haben wir ihn vor allem im Gedächtnis behalten, als immer präsenten Parlamentarier, der Erste und Letzte im Plenarsaal. Immer auf seinem Platz, wach, konzentriert, sprungbereit. Das Bild des unermüdlichen Abgeordneten Wehner in seiner Bank hat sich dem Lande tief eingeprägt. Ich bin gar kein Politiker, hat er einmal erklärt. Ich bin ein parlamentarischer Praktiker. Wehner sagte dies mit dem Stolz eines Mannes, der sein Handwerk versteht. Und so, als sei das Parlament die Werkstatt der Demokratie. Er blieb selbst zum Essen im Bundestag. Nicht im Restaurant, in seinem Arbeitszimmer. Spartanisch. Seine Stieftochter Greta Burmeester sorgte täglich dafür, dass der seit 20 Jahren Zuckerkranke seine Schonkost bekam. Das Leiden diktiert eine umständliche Diät. Regelmäßig über den Tag verteilt kleine Mahlzeiten. Greta Burmeester hat sich daran gewöhnt. Sie gab sogar ihren Beruf auf. Erst für die kranke Mutter, nach deren Tod sie nur noch für ihn da ist. Ohne ihre selbstlose Fürsorge hätte Wehner in den letzten Jahren wohl kaum mehr die SPD-Fraktion führen können. Sein Leben war und ist ohne Greta Burmeester undenkbar. Damit auch sie versorgt ist, hat Herbert Wehner seine Stieftochter vor 2 Jahren geheiratet. Bevor er 1983 sein Amt niederlegte, hat er sich kaum eine private Minute gegönnt. Ein Mann der Pflicht, ein strenger Vater, vor allem für sich selbst. Um alles kümmert er sich. Kein Brief blieb liegen. Meistens antwortete er handschriftlich auf Persönliches. Notrufe, Bittgesuche, Sorgen. Eigentlich brauchte er selbst schon mehr Hilfe, als er geben konnte. Schönen Grüße von Erna. Ja, die müssen nur alleine essen. Er hörte erst auf, den Karren zu ziehen, als er spürte, dass er im Alter entbehrlich geworden war. Dass keiner mehr zuhörte, wie er sagt. Greta bleibt ihm die Vertraute. Sie hält für ihn die Verbindung zur Außenwelt. Sie fährt ihn. Schon immer. Wehner hatte nie einen Führerschein. Morgen wird dieser erstaunliche Mann 80. 6 Wochen vor seinem Geburtstag durften wir mit einem Kamerateam zum Haiderhof nach Bad Godesberg kommen, wo die Wehners ein Reihenhaus haben. Kein Interview, hatte uns Frau Greta ermahnt. Herbert ging es heute Morgen gar nicht gut. Bevor der alte Herr in seiner Leseecke Platz nahm, hatte er bereits selbst seine Einstellung zu unserem Vorhaben unmissverständlich klargemacht. Ich bin hier nur anwesend. Ein unverwechselbarer Wehner-Satz. Es kam aber dennoch ein Gespräch zustande.
Und ansonsten verfolgen Sie wahrscheinlich wie immer mit intensiver Zeitungslektüre die Politik. Ja, ganze Menge. Habe ich ja diese Zeitung hier. Aber gestern sind so und so viele ausgeschaltet, die nicht. Ja. Er war früher selbst Journalist und liest auch heute noch alle wichtigen Tageszeitungen. Am frohen Leichnamstag hatten ihm ein paar Blätter gefehlt. Und gestern die Süddeutsche nicht. Wie viele Zeitungen lesen Sie am Tag? Das sind gleich mehrere, ne? Drei am Morgen. Drei und dann Morgen. Gehen wir noch ein, zwei, drei, sechs kaufen. Ja. Und wenn Sie da Zeitung lesen, reizt es Sie dann manchmal, oder würde es Sie reizen, wieder einzugreifen in die Politik? Wenn es notwendig ist, schreibe ich denen ein paar Zeilen, nicht um zu veröffentlichen, sondern um meine Meinung zu sagen. Aber wie gesagt, nicht viel. Vor allem will Herbert Wehner den Eindruck vermeiden, als liefe er seiner Partei hinterher. Es seien stets andere gewesen, die ihn geholt, verpflichtet, unter das Joch des Fraktionsvorstandes gezwungen hätten. Er selbst habe sich nie noch etwas gedrängt. Haben Sie noch Kontakt zur Fraktion, zur Bundestagsfraktion? Sofern Sie mit mir was sprechen wollen, sonst nicht. Und schicken Ihnen also dann auch wahrscheinlich Haufen Papiere. Ja, ja, ganz genau. Es kommen aber auch immer mal Abgeordnete, die zu Besuch kommen für den Nachmittag zum Kaffee oder Tee oder so. Und ihm dann erzählen, was sie auf dem Herzen haben. Doch glücklicherweise hat nicht alles mit Politik zu tun, was die Wehners auf ihre alten Tage beschäftigt. Das, was uns jetzt im Moment als Bildersammlung sozusagen dem Herbert am meisten immer erfreut, das sind die Bilder von unserer Reise nach Dresden und Erzgebirge. Ja. Das sind die Bilder von der Reise. Ja, da gibt es zwei solche. Das war auf Einladung der DDR, ne? Ja, das ist schwer zu sagen. Ja. Der Rechtsanwalt Vogel hat uns mit seiner Frau abgeholt und und die haben die ganze Fahrt mit uns gemacht. Dieses hier war für Herbert die schönste Erinnerung. Das ist im Erzgebirge im Schneeberg. Oben in dem See hat Herbert schwimmen gelernt. Ach ja. Die Reise in die eigene Vergangenheit war von Honeckers Beauftragten für Menschenrechte in der DDR arrangiert worden, mit dem Herbert Wehner im Laufe von 20 Jahren oft in aller Stille humanitäre Notfälle des geteilten Landes gelöst hat. Mit dem Rechtsanwalt Vogel haben Sie, glaube ich, viele Jahre sehr wirkungsvoll zusammengearbeitet, wenn es um Familienzusammenführung ging. Ne? Habe ich eine ganze Menge machen können, die er wirklich erlitten hat. Ich glaube, das war für Sie eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Ne? Ja. Darüber durfte man nie viel öffentlich sagen, nicht? Weil das solche Möglichkeiten gefährdet hätte. Wir hatten daraus, also, um es mal so zu sagen, keine Reklame gemacht, das, so viel das. Mhm. Sondern versucht, das mitzuerwirken, auf dass es Leuten besser ergehen wird, statt dass sie in einer schlimmen Lage leben müssen. Es strengt ihn an, uns zu ertragen. Darum keine weiteren Fragen, ob er nicht doch noch seine Memoiren schreiben wolle oder wer einmal sein reiches Privatarchiv im Keller bekommt. Wenn seine Biografie noch ein großes Geheimnis birgt, von ihm wird man es nicht erfahren. Denn, um es mal in seiner eigenen Sprechweise zu sagen, was dieser Mann wollte, dass andere über ihn in Erfahrung bringen und denken, das hat er, wenn auch oft unverstanden, vielleicht auch manchmal unverständlich, bereits gesagt. Hat nur nicht grützt, die wollte ich eigentlich raus. Gewöhnlich sind die Wehners schon auf Öland, wenn es Sommer wird. Greta besitzt auf der südschwedischen Insel seit langem ein schönes altes Holzhaus. Ein Garten ist auch dabei. Herbert Wehner hat ihn mit viel Liebe bestellt, als er noch rüstiger war. Wann kommen die Kartoffeln da raus in Öland? Ach, ich hole die nie vor August. Mit eigenen Kartoffeln auf Öland wird es dieses Jahr wohl nichts mehr. Partei und Gewerkschaft haben zum 80. Geburtstag einen Empfang in Recklinghausen geplant. Persönlich hätte es der Jubilar zwar lieber, wenn dieser Tag ohne Festivitäten vorüberginge. Doch da ist diese selbst auferlegte Pflicht zur Solidarität,
die Wehner bis tief ins Privatleben festhält. Er ist auch ein fürsorglicher Hausmann. Niemand weiß das besser als Greta. Ich kann mich erinnern an ein Foto, da stehen Sie da mit einer Schürze. Ja, vor allen Dingen abgewaschen. Herbert hat immer abgewaschen.